dann, sobald er da ist, mal auf nach Baldurs Tor und hoffentlich kriegen wir das hin, dass wir die Mission auch als Gute abschließen können. Also, dass wir das Ganze jetzt irgendwie regeln können und nicht da einbrechen müssen und dem Bösewicht helfen hier. So, wo war die Händelliga? Es war ein recht großes Gebäude. Da waren die Tempel, der Tempel und das Museum. Gucken wir mal im Südwesten. Danach gucken wir im Süden weiter. Das schaut doch gut aus. Gemeinschaft der sieben Sonnen. Nee, da unten. Händlerliga, ja. Schön, schön. Dann mach mal Eile. Schade, dass ihr Dimensionstour nicht auf alle sprechen kann. Das wäre ganz praktisch. Aber auch richtig dekadent. Ich meine, teleportieren wir mal eben durch die Gegend, nur weil wir 10 Sekunden sparen wollen. So, das Eichhörnchen ist schon mal wieder da. Wo bleibt der Rest? Da. So, hier waren wir früher schon mal gewesen, aber wir kamen nicht rein. Kommen wir immer noch nicht. Also wie es scheint, müssen wir wirklich einbrechen. Was mir ganz und gar nicht gefällt. Das heißt, wir können uns nicht rausreden. Na gut, im Moment, tu dein Werk. Okay. Ach, stimmt. Wir sollten gar nicht zu Händler direkt, sondern wir sollten zu einem Laden beim Elfgesang. Ja, stimmt. Zwar nordöstlich vom Elfgesang. Ein Lagerhaus, das zur Händlerliga gehört. Ja, gleich in das Hauptgebäude einzubrechen. So, Elfgesang war hier oben. Und zwar, das hier ist das Elfgesang. Das heißt, eins hiervon wird das Lagerhaus sein. Das ist der Billigladen. Hier geht's raus. Gucken wir mal hier rein. Na, alle dahin und du gehst alleine in das Haus. Was? Das ist eine Kneipe. Na gut, gucken wir mal kurz. Menders hat uns zum Zählhaus der Händlerliga in Baldurs Tor geschickt. Wir sollen dort die Siegkarten für ihn besorgen. Das Zählhaus sollte sich im Nordosten der Stadt befinden. Nee, so habe ich das nicht in Erinnerung. Also, meine Erinnerung trügt sich, wie man ja gerade eben gemerkt hat, ab und an mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Nordosten des Elfgesang gesagt hat. Zählhaus. Das hört sich offiziell an. Da müsste also eigentlich auch ein Schild dran sein. Gehen wir mal für alle Türen durch. Ein verfallenes Haus. Und eins, wo man nicht reingehen kann. Hm. Ja, was ist jetzt die Definition von Nordosten? Vor allem die Baldurs Tor. War Geschäft der Stille. Ist kein Zählhaus. Aber gucken wir mal kurz rein. Da waren wir gerade, oder? Ja. Die Haste ist weg. Hallo, wer bist du? Kinder der Nacht auf Abwägen, habe ich recht? Nun, ihr seid uns willkommen, sofern ihr euch zu benehmen wisst. Für gewöhnlich hat der Schutz, den wir unseren Gästen gewähren, seinen Preis, der sich pro Kopf berechnet. Doch darüber will ich heute einmal hinwegsehen. So wünsche ich euch denn einen angenehmen und vor allem sorgenfreien Aufenthalt. Scheint wohl auch so eine Art Diebesgilde zu sein. Schutzumhang plus 1 und ein paar magische Kugeln. Ja, nö. Wir suchen eigentlich das Zählhaus. Also, woran glauben wir jetzt? An meine Erinnerung von dem Text von dem Menders, dass das im Nordosten vom Elfgesang ist, oder an das Tagebuch, das sagt, dass es im Nordosten der Stadt ist? Hier war die Diebesgilde. Also die richtige Diebesgilde. Hier kann man nicht rein. Und das ist auch schon wieder nordwestlich. Ja, dann war es wohl doch nordöstlich der Stadt.
Ja, so ist es mal ärgerlich, dass man nicht wirklich vertrauenswürdig nachgucken kann, was man für eine Quest denn machen soll. Ja, nordöstlich. Das ist der nordöstliche Teil der Stadt, aber nur der untere Zipfel. Was bist du? Das Zählhaus. Oh, okay. Also ja, es war so gesehen beides. Das war im nordöstlichen Teil der Stadt und es war nordöstlich vom Elfgesang. Aber irgendwie bin ich von derselben Karte ausgegangen. Alle im selben Stadtteil. So, ganz viele bewaffnete Leute, die aber alle halbnackt sind. Stehen bleiben, Bürger. Was habt ihr bei der Händlerliga zu suchen? Okay, also alles drei sind Sachen, die wir nicht machen würden. Das erste ist eine Lüge. Das zweite ist ungehobelt. Und das dritte ist auch eine Lüge. Super. Super Entscheidungsmöglichkeiten für den Paladin. Na gut, dann nehmen wir das erste. Ich möchte auf einem der Schiffe der Händlerliga nach Westen fahren und würde gerne eine Liste der erwarteten Anlegehäfen einsehen. Wäre dies möglich? Vergeudet nicht unsere Zeit. Es wird nirgends angelegt während der Überquerung des Meeres ohne Spuren. Heißt das Meer? Das Meer ohne Spuren? Nur bei den zerklüfteten Mondscheininseln. Männer, auf die Eindringlinge. Na gut. Düne, hier gehen wir auf Abstand. Aber die sind auch ganz schön skrupellos, ne? Ich meine, wir kommen hier rein, fragen nur und schon greifen die uns an. Das heißt, so ganz so lupenrein werden die auch nicht sein. Das heißt, wir arbeiten zwar für den Bösewicht, aber wir kämpfen auch gegen Bösewichter. Ah, mal gucken, ob wir das noch irgendwie rumdrehen können. So, machen wir mal einen Feuerball dahin. Den haben wir schon so lange nicht mehr benutzt. Naja, hat doch nicht wirklich viel gebracht. So, noch ein magisches Geschoss auf den da. Und du kannst mal Gerogon heilen. Und du dich. Und du dich selbst auch. Oh, ganz schön zäh für einfache Wachen. Vor allem einfache nackte Wachen. Die haben keine Rüstung an. Was vor allem bei ihnen hier, bei ihr hier schick aussieht, aber trotzdem ein wenig verstörend. So. Oh. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. 15 Erfahrungspunkte. Dafür halten die sich aber ganz schön lange. Sind das 80er Jahre Pelzschuhe, die sie da anhat? Oh, weia. So, gucken wir mal kurz, ob die irgendwas haben. Nö, nur ihre Ausrüstung. So, wir brauchen eigentlich nur die Karten. Hast du was zu Hallo, sagen? mein Freund. Hey, Kollege, es bringt Unglück, einem Fremden auf dem Schiff herumsträuchen zu haben, bevor wir die Segel hissen. Ich nehme an, ihr habt die Erlaubnis des Kapitäns? Wir sind auf keinem Schiff. Und ich habe gerade all deine Freunde umgebracht. Na gut, die sind komisch hier. So, noch ein Buch. Was bist du? Na gut. Und allesamt hoch da. Ich werfe euch den Hain zum Fraß. Na, ich bin fast bereit für die Meere und wer stört mich jetzt? Vielleicht können wir jetzt noch irgendwas machen, um nicht hier ein totales Blutbad anzurichten. Entschuldigt mich, mein Herr, könnt ihr mir zeigen, wo die Seekarten sind, damit ich sie mir näher ansehen kann? Zu meinen Seekarten soll ich euch führen. Darum bittet ihr mich? Ha! Nicht nur würde es schlimmstes Unglück bedeuten, sie jemandem zu zeigen, bevor wir die Segel hissen, es würde auch sämtlichen Regeln der Liga zuwiderlaufen. Schnell, Leute! Lasst uns einige Leichen für Amberlee einsammeln, bevor das Wetter wieder schlecht wird. Ja, okay. Also die sind wirklich auch böse. Gucken wir mal kurz. Ja, allesamt böse. Also können wir sie ruhig ohne schlechtes Gewissen abmopsen. Na, es sind ein paar viele. Werfen wir mal ein Le nee, werfen wir mal eine Eile in die Runde. Und du.
Segen in die Runde. Ne, kein Furchtbann. Ein Segen. So. Ja, die Quest hätten wir echt zuerst machen sollen. Also die hier für den Mendes, dann das in der Eiswüste, auf der Eisinsel und danach erst Richtung Turm langsam gehen. Aber ja, wie gesagt, das Elden habe ich gar nicht gespielt gehabt damals. Das macht das Ganze aber auch ein bisschen interessanter. Vor allem, wenn die Sachen wirklich eine Herausforderung sind. Wie der Turm jetzt zum Beispiel, das war echt eine Herausforderung. Und wir sind noch nicht mal ganz durch, ne? So, die haben aber auch alle nichts dabei gehabt. Doch einer davon war der Captain, der wird wohl was dabei haben. Ah, ja, das da. Seekarten. Die Seekarten, die ihr von der Händlerliga für Mendes erworben habt. Ja, auch wenn ich lieber gerne jetzt selber dahin fahren würde und gucken, was für Artefakte das wirklich sind. Und das dann den rechtmäßigen Besitzern zu geben. Anstatt die Karte dem Magier zu überlassen. So, Zaubersprüche, die unsere Zauberin bestimmt nicht sprechen kann. Und bisschen Kleinkram. Na gut. Dann war's das wohl hier drin. Allesamt raus. Hoffen wir, dass die Wachen nicht auftauchen. Aber das Zählhaus gestürmt haben. So. Ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Ja, da hast du recht, Shahira. Man kann einfach in Leute in Häuser einbrechen, ohne dass was passiert. So, ab nach Ulgers Beard. Und zu dem Haus da. Und unterwegs räume ich mal ein bisschen das Inventar auf. Ah, wir haben den ganzen Schmuck von dem Halbling auch noch. Den könnten wir eigentlich wegschmeißen oder ganz schnell verkaufen. Naja, wir haben noch... Ah, die müssen auch noch weg. Der muss auch noch weg. Immer noch zu weit weg. Ah, die hängen bestimmt wieder irgendwo fest, oder? Naja. Gut, so, jetzt aber... Du dahin. Kann verkauft werden. Und ruht euch mal aus. So, schon besser. Und rein da. Na, mal gucken. Wunderbar, Freunde. Ich sofort kopieren die Karte. Wenn ihr seid bereit, ich miete Boot für eure Reise. Oh, wir sollen auch dahin? Ha. Huh. Ja, meine Erinnerung scheint echt nicht die beste zu sein. Ich hätte schwören können, wir sollten nur die Karte besorgen. Hier ist Geld, das ich euch schulde. 2000 Goldstücke. Oh, ich bin noch nicht bereit für eine Reise. Ich werde hier bleiben für Fall, dass ihr ändert eure Meinung. Denkt daran, Held. In diesem Abenteuer geht es um großen Schatz und viel Ruhm. Ja, wir müssen aber erstmal Eiswolf, Pelze, Ankeck, Panzer und Wurffalle loswerden. Ah ja, und noch jede Menge Tinnef, also den ganzen Schmuck. Danach können wir gerne auf eine große Reise mit viel Ruhm gehen.